Der größte persönliche Erfolg kann ich gar nicht so benennen. Es war kein singuläres Ereignis, sondern es war eher so, dass diese Themen, die mir am Herzen lagen, und das sind Europa, Städtepartnerschaften und regionale Zusammenarbeit, so allmählich auch in dem Ausschuss eine Bedeutung erlangt haben. Sie waren kein Thema am Anfang der Wahlperiode und jetzt sind sie regelmäßig auch Themen in den Ausschüssen. Die größte Enttäuschung, als ich damals in den Rat gewählt wurde, da habe ich nicht damit gerechnet, dass hier so ein furchtbarer Umgangston herrscht. Das war schon sehr gewöhnungsbedürftig und ich finde das immer noch inakzeptabel. Das Zweite, dieses Hierarchiedenken, sowohl bei der Verwaltung, bei Parteikollegen aus den anderen Parteien, aber auch bei der Presse. Man wird einfach stehen gelassen, wenn man nicht wichtig genug ist und das finde ich auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Für die nächste Wahlperiode wünsche ich mir, und vielleicht haben wir auch aktuelle Anlässe, auch bei uns in der Fraktion, an erster Stelle erstmal Gesundheit. Ich denke mal, das ist das Wichtigste. Ich wünsche mir Rückhalt in der Familie für die nächsten 6 Jahre. Ich gehe davon aus, dass ich auch beim nächsten Mal dabei sein werde. Und wenn wir in der Opposition sind, wünsche ich mir genug Leidensfähigkeit.